nackt gefilmt werden. Ein Albtraum für jede Frau. Genau darum geht es nun für Thomas Tschech und Jan Tönnissen. Die 1123 von Egon. Die 1123? Fahrt zum Fitnessstudio am alten Schacht Nummer 8. Frau Schmidt meldet Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs. Ja, verstanden. Wir machen uns auf den Weg. Die Polizisten wissen genau, ein Spanner ist zu Gange. Dazu wird auch noch eine Körperverletzung gemeldet. Im Studio werden die Beamten bereits erwartet. Von der Inhaberin, ihrem Mann, einer Mitarbeiterin und von zwei geschädigten Kundinnen. Hallo, jetzt mal Ruhe hier. Polizei. Geh mal bitte zur Seite. Hör wieder zu. Alle mal zwei Töne runterfahren. Okay, dann stellen Sie erstmal hier ein bisschen zur Seite. Ja. Mal bitte beide zur Seite erstmal. So, alles. Was ist denn hier passiert? Also ich bin hier reingekommen und... Die hat mich auf den Boden geschmissen. Jetzt spricht diese Frau und sonst keiner. Bitte. Melanie, meine Mitarbeiterin, hat meinen Mann geschubst und er ist dann... Sie sind Zeuge der ganzen Sache hier gewesen? Auf den Ofen. Es geht um was. Auf den Ofen von was? Und er auf die Sauna. Die hat mich auf die Sauna geschubst. Okay. Ja, und ich habe gar nichts getan. Dass er eine Kamera in der Dusche angebracht hat. Es war eine Streitigkeit zwischen den Angestellten und den Personen vor Ort. Und dabei hat halt eine Angestellte den Betroffenen praktisch in den Ofen einer Sauna geschubst. Und dabei hat er sich diese Verletzungen zugezogen. Sie haben jetzt hier eine Verletzung an der Hand. Ein Rettungswagen ist bestellt. So. Wer hat Sie geschubst? Da, die Melanie, die Angestellte von uns. Sie haben die okay, geschubst. Ist Ihre Angestellte. Ich hätte die Kamera haben Sie auch mal einen Ausweis da? Personaldokument. Ja, hab ich mit. Ja? Ja? Da dürfen wir mal sehen. Ich hab damit alles klar. Hast du wohl. Hör auf, das ab. Melanie, jetzt, wir reden jetzt, so, wir reden jetzt nicht durcheinander. Okay. Und Sie sind Zeugin quasi. Nee, Sie haben angerufen, haben Sie irgendwas gesehen? Ja, die Kamera in der Dusche. Die Kamera in der Dusche, okay. Ich bin dann zu der Angestellten hin und hab ihr die gezeigt. Anlass der Streitigkeiten war eine Kamera, die in der Damendusche montiert wurde. Und die Melderin machte mich halt dementsprechend auch darauf aufmerksam, dass sie die gefunden hat. Und das teilte sie dann auch einer weiteren Angestellten mit. Und die muss dann wohl wiederum, weil sie den Inhaber des Fitnessstudios irgendwo im Verdacht hatte, den dann wohl in diesen Ofen gestoßen haben, weil sie den halt im Verdacht hatte. Danke. Einmal Verbrennungen. Der Herr ist auf den Ofen von der Sauna gestoßen worden hier. Und ja, jetzt hat er Verbrennungen erlitten. Ihr kümmert euch darum, nehme ich an, ja? Gut, das ist eine gute Sache. Dann kümmern wir uns nämlich schon um den Rest vom Sachverhalt hier. Ja. Super, danke. Wir kommen zurecht. Okay. Die Oberkommissare stellen die Spannerkamera und deren Aufnahmen sicher. Noch vor Ort wollen sie ersten Beweisen oder Spuren nachgehen. Deshalb lassen sie sich das Video von der Studiobetreiberin vorspielen. So, da hat wahrscheinlich... die Kundin, meine Kollegin geholt, die Melanie. Okay, machen Sie mal weiter. Dann müssen wir auch gleich mal die Datensätze, haben wir die schon? Ja. Dann müssen wir die mal festhalten. Ja. Also, okay, da hat sie dann wahrscheinlich selber... Genau, so hat sie da entdeckt. Okay, lassen Sie mal weiterlaufen. Also auf diesem Video, was wir dann sehen konnten, was dann uns auch in, teilweise in Bildern gezeigt wurde durch die Ladeninhaberin, konnten wir dann halt mehrere Frauen unter der Dusche entdecken, die da wirklich beim Duschen gefilmt wurden. Und da wird sie gleich entdecken. Genau da. Okay, alles klar. Dann machen Sie mal vielleicht ganz auf Anfang, ganz normal weiter zurück. Es kann nicht Andreas sein. Es kann nicht Andreas sein. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Ja, es sah auch ein bisschen mehr nach einer Frauenhand aus. Es ist nicht Melanie. Doch. Es war nicht Andreas. Es gibt es einfach nicht so. Wer soll es sonst gewesen sein? Es war eine Frau. Er ist der einzige Mann. Nein. Wie eine Frau. Spielen Sie. Ja. Was sagst du da? Machen Sie das nochmal. Machen Sie mal ganz kurz zurück. Genau, wo Sie gerade waren. Ja, zunächst mal hat es sich ja für uns so dargestellt, dass es laut Aussagen der Zeugen, wir haben erst eine männliche Hand vermutet von dem Besitzer. Aber wir waren dann doch recht überrascht, dass wir halt festgestellt haben, dass es eine weibliche Hand war. Und an der Hand, sie war sehr auffällig von ihrer Ausstattung. Ausstattung heißt, sie hatte auffällige Fingernägel und einen sehr, sehr auffälligen Ring. Und das hat uns dann schon ein Stück weit Vortrieb gegeben, dass wir halt da besser ermitteln konnten. Denn umso mehr auffällige Dinge wir feststellen, umso leichter ist für uns die Feststellung der Tat. Es ist eine Frau, Melanie. Na, bitte bleiben Sie, Sie bitte ruhig. Ist jetzt auch Ihr Laptop, ne? Ja. Wir müssen das hier aufklären. Hallo? Ich muss nur schnell was holen gehen. Ich muss gleich wieder zurück. Kurz jetzt nochmal zum Laptop. Den werden wir sicherstellen. Das Kameramaterial, wo haben Sie das jetzt? Das ist hier auf dem Stick. Das ist ja das Material. Ja. Die Kamera selber, das habe ich alles haben Sie jetzt hier alles. Okay, alles hingelegt. Okay. Und, nur mal einen Blick in die Dusche rein, oder? Vielleicht das würde ich auch sagen. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Gut, ich habe nur einen Schlüssel vergessen. Wie einen Schlüssel vergessen? Von was einen Schlüssel vergessen? Vom
Hä? Ja, mit der Reinigungskraft, das war für uns jetzt auch eine ganz merkwürdige Situation. Merkwürdig deswegen, weil die schlich an uns so vorbei, ohne irgendwelche. Normalerweise, wenn die Polizei vor Ort ist, dann haben wir eigentlich immer, dass die Leute neugierig sind. Was läuft da gerade? Es geht sogar teilweise so weit, dass die Leute direkt dorthin kommen und dann halt ihre neugierigen Fragen dort stellen. Aber bei ihr war das, die schlich vorbei, so nach der Devise, am besten ihr seht mich nicht. Und war dann kurze Zeit wieder auf dem Rückweg und das kam uns sehr komisch vor. Also so, es war so halt, sie wollte auch nicht gesehen werden, hatten wir das Gefühl. Und daraufhin mussten wir der Sache mal nachgehen, warum das so ist. Also das ist Ihre Reinigungskraft, sagen Sie? Ja. Okay, also bekannt, die Dame ist bekannt. Ja. Ja gut, alles klar. Die Beamten durchsuchen das komplette Fitnessstudio nach der Putzfrau. Vergeblich. Die einzige Möglichkeit? Die Frau muss durch den Hinterausgang entwischt sein. Ihr Auto ist allerdings noch da. Der Wagen ist aber offen. Aha. Aber das, ich denke, das ist doch... Ist, ja? BVB, ich glaube, vielleicht hat irgendwas... Ja, sagen wir mal. Also letzte Möglichkeit wäre jetzt mal hinten reinzuschauen. Wenn der auch offen ist. Was Claudia! Ist, was machen Sie denn da drinnen, bitte schön? Was machst du im Kofferraum? Hallo? Hallo. Bist du verrückt? Die kennen wir ja, ne? Gerade an uns vorbeigelaufen, ne? Wie, ach nee. Erkennen Sie mich nicht mehr wieder? Ich bin dann von der Polizist von da oben aus dem Fitnessstudio. Wir haben uns gerade vor ein paar Sekunden gesehen. Da haben sie noch freundlich gegrüßt und haben gesagt, sie hätten Schlüssel vergessen. Ja, wir konnten dann die Putzfrau, die Reinigungskraft, konnten wir halt ausfindig machen im Kofferraum ihres Autos, was ja schon sehr ungewöhnlich ist. Also war für uns schon so ein bisschen der Verdacht da, dass sie auch mit da drin steckt, dass sie jetzt nicht so ganz unschuldig ist. Und da mussten wir halt aufklären, wie weit sie da eine Zeugin oder auch eine Täterin ist. Das haben sie gesehen, ne? Was habe ich gesehen? Den Ring und... Oh mein Gott! Ja, nur, dass du mal... So, ja, genau. Jetzt keine Selbstjustiz hier. Was? Da können wir jetzt nicht gebrauchen. Dafür sind wir da. Genau, deswegen sind wir gekommen. Claudia! Ich glaub das nicht! Du ruinierst mich! Du hast eine Kamera also, in der Dusche angebracht. Sie reden jetzt mal ganz entspannt. Das erkennen Sie wieder, ne? Ja? Ja? Haben Sie wieder erkannt, ja? Ruhig, okay, dann entspannen Sie sich jetzt mal, fahren auch mal runter. So. Andreas ist schuld. Andreas, was hat Andreas damit zu tun? Ja, ich hab dich doch gefragt, ob ich ein bisschen Gehaltserhöhung haben darf. Weil... Mein Mieter hat die Miete erhöht und ich weiß nicht, wie ich die nächsten 3 Monate rumkommen und dabei soll. Ruinierst du mich? Ich komme nicht über die Runden, ich sitze auf der Straße. Und Andreas hat gesagt, ich kann mir 1.000 bis 2.000 Euro dazu verdienen, wenn ich eine Kamera aufhänge. Andreas! Und... Okay. Komm her! Hörst du, was die Claudia sagt? Und dann haben Sie die Kamera da angebracht. So, ja. Ihr Personaldokument bitte sehr. In der Hoffnung, dass der Andreas Ihnen dafür dann halt Geld bezahlt. Nein, das ist ein Freund von Andreas. Der hatte irgendwie diese Webseite für Männer. Ja, die Putzfrau sagte dann aus, dass sie mehr oder weniger durch den Ehemann der Inhaberin gezwungen wurde, beziehungsweise unter Druck gesetzt wurde, die Kamera anzubringen. Denn er hatte sie ein Stück weit damit geködert, weil sie wollte halt mehr Geld haben für die Tätigkeit als Putzfrau und kommt gerade so eben über die Runden. Und er hatte ihr da zur Anbringung der Kamera 1.000 Euro angeboten. So, wo sollen wir nochmal mit nach oben? Kann ich mal sagen, dass auf Sie da auch entspannt eine Anzeige drauf zukommt. Ja. Das können Sie sich wahrscheinlich denken. Das war, weil das sowas nicht legal ist, das brauche ich Ihnen wahrscheinlich auch nicht zu erklären. Ich will dich nie wiedersehen. Nie wieder. Andreas hat mir das... Andreas. Das klären wir dann. Das klären wir dann. Sie bitte mit. Sie bekommen von uns Post. Ja. Ja, pass auf, Sie bekommen von uns Post, das war's. Ja? Andreas, du kleiner Versager. Was hat die Claudia mir gesagt? Was hast du mit dem Johannes gemacht? Was? Was denn? Was? Eine Kamera aufgestellt? In der Dusche? Das war doch nur Spaß. Wie, was war das? Das ist kein Spaß. Das klären wir dann später. Ich stelle mich so an, ist doch gar nichts passiert. Ich stelle mich hier an, du ruinierst mich. Ich habe einen sehr guten Ruf. Kommen Sie jetzt bitte mit, wir klären das später. Hey. So, wir haben das jetzt so weit aufgenommen. Zu Ihnen kommen wir auch noch. Ja. So. So, vorwärts. Gehen Sie bitte. Ich will dich nie wiedersehen. Wir gehen jetzt bitte mal nach oben, ja? Claudia zusammen irgendwo hinziehen. Ja. Der Ehemann verkraftet nicht, dass seine Frau mehr verdient als er. Mit dem Zubrot aus dem Verkauf der Videos an eine Sexseite im Internet wollte er seine Männlichkeit beweisen. Die Putzfrau sollte für ihn unter anderem die Speicherkarten mit den Aufnahmen austauschen. Deshalb hatte sie vorhin auch versucht, sich an den Beamten vorbeizuschleichen. Die Daten haben wir? Ihre Daten haben wir. Sie haben jetzt den Andreas da ja quasi verletzt, indem Sie den da reingeschubst haben. Ne? Hey, hallo, ist mir scheiße. Hallo, wir entspannen uns jetzt. Ich kläre nur kurz den Sachverhalt. Ja? Ansonsten trennen wir Sie hier nochmal. Gehen Sie da so ein Stück zurück, ja? Zurück. Dass Sie nicht so eng zusammenstehen hier. Das haben damit Sie so Bescheid wissen, wir werden eine Anzeige schreiben wegen einer Körperverletzung. Ob Ihnen das leid tut, das glaube ich jetzt auch. Ja, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, wir werden eine Anzeige schreiben, da werden Sie von der Polizeipost bekommen. Und da können Sie sich im Anschluss daran nochmal äußern. Weil wir klären das hier nicht ab, das macht die Staatsanwaltschaft. Genau.
kann ich nur mal mit Andreas reden. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, dass Sie einfach auch das Gebäude verlassen, damit wir hier Ruhe reinkriegen, ja? Das Sie nicht, folgen uns jetzt bitte. Sonst sind wir in 10 Minuten wieder hier. Genau. Und dann habe ich Verstand, trennen sich bitte hier alle, Mann. Das war nicht meine Vorher. Ansicht. Anders. Ja, das können wir jetzt einfach ausklären. So, das okay. diskutieren wir jetzt auch nicht genau. aus. Genau. So. So, der Laptop. Laptop und Materialien sichergestellt. Bekommen Sie Post drüber. So, da kriegen Sie noch ein Sicherstellungsprotokoll ja. zu. Schreiben wir jetzt noch gleich. Ja. So. Und dann war es das. Und dann war es das. Okay? Ja? Ich schreibe eben das Protokoll im Auto und bringe Ihnen das noch hoch, ja? Genau. Ja. Danke. Danke. Für die Putzfrau und die Mitarbeiterin hat der Vorfall nicht nur strafrechtliche, sondern auch arbeitsrechtliche Folgen. Sie werden fristlos entlassen. Ja, wo fahrt ihr hin? Klinikum Duisburg? Ja, Klinikum. Okay. Ja, ich hätte auch Bescheid gesagt, die wissen ja, wo wir sind. Ist ja nicht das erste Mal. Ist auch ganz sinnvoll, dass ihr jetzt hier fahrt. Dann haben wir nämlich hier, glaube ich, ein bisschen mehr Ruhe. Denke ich auch. Super. Gut. Schönen Tag. Ja, ja ebenso. Ciao. Folgende Straftaten liegen hier zugrunde. Zum einen haben wir es hier mit einer Körperverletzung zu tun durch das Stoßen des Mannes in diesen Saunaofen, der sich dadurch sehr starke Verbrennungen zugezogen hat. Und des Weiteren haben wir hier mit einem Eingriff in die Intimsphäre zu tun. Und sowohl die eine Mitarbeiterin wird eine Anzeige wegen einer Körperverletzung bekommen, als wie auch der Ehemann und auch die Putzfrau werden jeweils eine Anzeige wegen Eingriff in die Intimsphäre bekommen. Ansonsten hoffen wir, dass wir heute nicht mehr nochmal zurückkommen müssen. Ne? Ja, genau, habe ich keine Lust drauf. Aber okay, wenn es so sein soll, wir sind bereit. Durch ihren Einsatz konnten die Beamten nicht nur zwei Straftaten aufklären, sondern auch verhindern, dass die Nacktvideos der Kundinnen ins Internet gelangen.